Und weiter geht's mit Stellaris und ja, wir haben einen Zugang zum anderen Ende der Galaxie durch das Wurmloch, was wir ja frühzeitig im Spiel ja unter unsere Fittiche gebracht haben. Ich expandiere jetzt in die Richtung hier, um hier dann auch eine Sternbasis bauen zu können, beziehungsweise die ist schon gebaut. Also das ist echt ein bisschen einfacher geworden. Wobei ich natürlich irgendwie jetzt immer hier baue. Ja, eigentlich helfen mir die Schilde hier überhaupt gar nicht weiter, stelle ich gerade fest. Aufhebung Schilde plus 100% durch diesen Neutronenstern, Pulsar hier. Irgendwie suche ich mir gerade dieses Thema aus, wo immer ein Pulsar drin ist. Kann das sein? Na, hier jetzt nicht. Aber hier zum Beispiel. Da helfen mir quasi die Verteidigungsplattformen. Die Schilde eigentlich überhaupt nicht. Da wäre es halt zu überlegen, ob ich die Schilde nicht einfach da wegmache und extra einen... eine Verteidigungsplattform designe, die mehr... Obwohl, nee, mehr Waffen hatte ja auch nicht. Aber halt einfach mehr auf Panzerung geht. System Survey complete. Muss ich mir dann nochmal in Ruhe angucken, letzten Endes. So, hier bauen wir auf jeden Fall schon mal einen Sternenhafen raus. Also so gefällt mir das Expansionssystem auf jeden Fall besser als im alten Stellaris, also vor der Version 2.0, weil da musste man mit Grenzen arbeiten. Und wenn du hier ein System haben wolltest, musstest du entweder auch einen Außenposten bauen, die waren aber sehr teuer im Unterhalt, weil die haben nämlich Einfluss, also einen Einfluss pro gekostet. Das heißt, wenn man nicht genügend hatte, also hätte man jetzt hier maximal 3 Außenposten bauen können und hätte aber nichts mehr haben können für andere Dinge. Oder man musste Planeten einfach kolonisieren. Das ging natürlich auch. So, der ist auch fertig hier. Wenn du schon mal hier bist, dann bau gleich. So. Weil Ziel ist es, hier den Weg auch zuzumachen. Das ist auch so ein Vorteil, man kann jetzt halt wirklich so Engpässe zumachen. Im alten Stellaris kam es immer darauf an, was hat das Reich für eine Transportmöglichkeit. Hatten sie Warp, so wie hier, dann konnten sie zumachen. Hatten die aber Wurmlochgeneratoren, dann konnten die von ihren Wurmlochgeneratoren quasi jedes Gebiet im gewissen Umkreis erreichen. Ohne dass der Gegner was machen konnte. Und dann gab es den Sprungantrieb, glaube ich, noch. Den musste man aber, glaube ich, erforschen. Da ist man halt von einem System ins andere einfach gesprungen irgendwie. Also der funktioniert ein bisschen anders, ich glaube. Unsere Sensoren haben im dichten Trümmerfeld von um BT-2646 einige Dinge entdeckt, die uns möglicherweise interessant sein können. Ja, dann guckst du dir an. So, wie sieht es jetzt hier aus? Planetare Außenposten. Ist es ja nicht mehr. Es ist ja jetzt quasi, wird ja die Hauptstadt jetzt. So, wie sieht es auf Harmony aus? Da können wir ein Bergbaunetzwerk bauen. Nahrung haben wir auch genug. Das heißt, das können wir bedenkenlos tun. Dann können wir das Gebiet jetzt entfernen. Das lassen wir erst nochmal. So, einfaches Forschungslabor, genau. Und hier können wir jetzt das Biolabor nehmen, was wir ja vor kurzem erforscht haben. Dass wir dann hier dann 2 haben. Weil hier haben wir eh schon 3 Physikforschung und dann kriegen wir dann 2 Sozialforschung. So. Genau, das ist auch so Konsumgüter. Kostet für jeden Bewohner 0,86 Mineralien. Ich könnte jetzt so das alles einsparen. Ich könnte jetzt sagen, nee, nur noch das Nötigste gibt's und dann Exilpiraten. Was man anfangs für einen Mineralienhaufen hielt, sind in Wirklichkeit die beiden Metallrümpfe von 2 Alien-Korvetten, die im Verborgenen durch das Asteroidenfeld treiben.
Wissenschaftsoffizier André Duval hat Kontakt zu ihnen aufgenommen. An Bord der beiden Schiffe finden sich angeblich ehemalige Piraten, die von ihrem Clan verstoßen wurden. Sie haben Gerüchte darüber gehört, dass der Großmarschall Naomi Watts, der Staatenbund der Menschen, ein Verteidiger der Schwachen sei und bitten deshalb um Asyl. Wir brauchen ihre Dienste nicht, nehmt ihnen alles bis auf ihr Leben. Ja gut, das sind halt Aliens, ne? Tja, hier kriegen wir 500 Credits. Weil sie können sich nützlich machen, werden die Schiffe wahrscheinlich bei uns in unsere Flotte integriert werden, gehe ich mal von aus. Und den Anspruch ablehnen, macht sie uns wahrscheinlich zum Feind, könnte ich mir vorstellen. Genau, und diese brauchen ihre Dienste nicht, kriegen wir nur, weil wir halt xenophob sind. Nehmt ihnen alles bis auf ihr Leben, ja. Ich weiß halt nicht, ob das eine Kette in Gang setzt, dass die so von Rache geplagt sind, dass sie sich dann irgendwie wieder aufbauen und aufrotten und dann gegen uns ins Feld ziehen. Naja, wir nehmen sie einfach mal auf. Scientific breakthrough achieved. Keine Ahnung, wie stark die sind. 106, ja gut, das hätte ich mir auch sparen können. Baugeschwindigkeit Korvetten, das haben wir erledigt. Gut, so, verbessertes Drehgeschwindigkeit, Ingenieurslabor. Ich würde sagen, wir nehmen mal ein besseres Triebwerk, dass wir da schneller fliegen können. Aber das macht mich jetzt hier echt stutzig. Das hier jetzt auch, 165, echt, ist das schon so extrem geworden. Aber hier doch auch, wir haben doch hier 65 Monate. 35 Monate bei 5160. Warum ist es jetzt hier so massiv mehr? Ja gut, der hat schon ein bisschen, ist schon ein bisschen länger dran. Okay, naja gut, wir können es jetzt eh nicht ändern. Das soll man wieder auf schnell stellen. Das vergesse ich ja immer wieder ganz gern. Ist trotzdem merkwürdig. So, der baut noch. Der ist fertig, das heißt, der kann jetzt, da wäre auch noch eine Welt unter Umständen für uns. Ist eine Gaia-Welt sogar. Ja, sofort annektieren. Eine Gaia-Welt sind halt die absolut perfekten Welten. So, Vereinbarungen wollen wir gerne fortführen, kostet wieder 1000 Energie. So ist es. System Survey complete. Und wir haben unsere Flottenkapazität jetzt überschritten, dadurch, dass wir jetzt zwei... zwei Piratenschiffe aufgenommen haben. Das heißt, die Unterhaltskosten für Militärschiffe erhöhen sich jetzt um 8%. Was ich jetzt aber auch vergessen habe, ist dadurch, dass wir zwar die Befehle, also die Flotte auf 60 complete. Schiffe aufblähen können, aber maximal 36 dürfen, muss ich jetzt hier irgendwie nochmal tätig werden. Und zwar, nämlich hier muss ich das, glaube ich, Flottenkapazität plus 4. Complete. Ja, ich glaube, wir kommen so schnell nicht dazu, unsere Kreuzer irgendwie... Construction complete. Unsere Kreuzer irgendwie dazu zu basteln, aber wir müssen eh, wie gesagt, die Kapazität erhöhen. So, wie geht's denn unseren Brüdern? Erbärmlich, neutral. Vertrauen ist jetzt aber maximal, das heißt, die sind jetzt neutral. Und ich würde sagen... Ah, okay, Tribut können wir also nur verlangen, wenn das Reich bei uns an der Grenze ist. Aber ich würde sagen, wir machen mal ein einseitiges Handelsabkommen mit Mineralien. Und zwar monatlich, sagen wir mal, 3 für 10 Jahre. Und das wird uns ja auch, natürlich nehmen die das an. Dann unterstützen wir die auch so ein bisschen, weil ich nicht weiß... Anscheinend haben die auch nichts gebaut hier, oder? Es ist halt einfach noch nicht erkundet. Ich kann ja die Sagetchis eigentlich mal dahin schicken. Wobei, nee, es ist erkundet. Ah, das sind die Künstler. Das ist...
Ein Besucher, das ist wirklich ein freudiger Anlass. Oh, entschuldige, meine Manieren. Ich glaube, wir sollten uns einander vorstellen. Wir sind die Künstlertruppe. Unsere Mitglieder haben ihr Leben der Kunst, der Musik, der Kultur und allen anderen Dingen gewidmet, die die Existenz als fühlendes Lebewesen erträglich machen. Wenn ihr am Wunder unserer Schöpfung teilhaben wollt, dann zögert nicht, uns zu kontaktieren. Obwohl, nee, diese Gadgets soll da nicht hinfliegen. Construction complete. So, jetzt muss ich erstmal wieder einen Überblick finden. Weil die Konstruktionsschiffe sind jetzt alle fertig. Der kann hier auf jeden Fall auch massiv bauen. Hier ist alles, was das Herz begeht. Das Gebiet ist auch wichtig. Und noch eine Forschungsstation. Ja, und hier ist die Gaia-Welt. Ich versuche sie mal zu zeigen. Okay, sie ist jetzt nicht sehr groß, aber das sind halt perfekte Lebensbedingungen für alle Lebensformen. Ja. Also wirklich für alle. Deswegen sind die Welten auch so begehrt. Ist eine heilige Welt. Dieser Planet wird durch einen gefallenen Reich als heilig betrachtet. Wenn wir kolonisieren, wird sie das sehr verärgern. Okay. Ein gefallenes Reich. Wenn ich jetzt wüsste, wo das gefallene Reich ist. System Survey complete. Aber wahrscheinlich werden die trotzdem eventuell mir den Krieg erklären. Aber gut, ich habe die Gaia-Welt auf jeden Fall unter meine Fittiche hier erstmal. Wir müssen auch langsam mal auf unseren Einfluss achten, ne? So richtig aßen können wir damit nicht mehr. Anomaly found. In der oberen Atmosphäre dieses Gasriesen treiben unbekannte Strukturen. Sie scheinen sich mit Hilfe der Windströmungen in der Luft zu halten. Dann erforsch mal. Das heißt, wenn ich weiß, wo dieses gefallene Reich ist, ob die mir gefährlich werden können. Weil gefallene Reiche sind halt Reiche, die mal richtig stark waren und es auch immer noch sind. Also mit denen legt man sich normalerweise eigentlich nicht so einfach an. Aber solange ich noch nicht weiß, wo... Ja, natürlich die erste Gaia-Welt, die ich finde, ist gleich eine heilige Welt. Im alten Stellaris war es tatsächlich so, dass ich dann sofort von dem gefallenen Reich attackiert worden bin. Wobei die sich in der Regel auch tatsächlich nur diese Welt wieder befreit haben. Danach haben sie sich wieder zurückgezogen. Direkt über der Atmosphäre von Naos 2 ist eine kleine aerostatische Kolonie gefunden worden, die anscheinend autark gewesen ist. An Bord wurden die sterblichen Überreste verschiedener Spezies gefunden. Wir vermuten, dass die Kolonie vor einigen Jahrhunderten eine Art Sozialexperiment war, das letztendlich mit einem Massaker unter den Kolonisten endeten. Wir haben alle Daten heruntergeladen, die in den eingeschränkten Datenbanken der Kolonie zu finden waren. Das hat man, glaube ich, schon mal. So, hat sich unsere Meinung zur Erde jetzt noch ein bisschen verbessert. Plus 38, aber immer noch neutral. Hätten wir wahrscheinlich noch ein bisschen mehr rausrücken müssen. Können wir den denn noch anbieten? Nix eigentlich. Aber vielleicht sind sie irgendwann mal so schwach, dass sie unsere Hilfe auf jeden Fall annehmen wollen. Ah, 39,44. Aber wir brauchen noch mehr. Das heißt, ich muss tatsächlich hier noch ein paar mehr Module bauen. Ankerplätze. Das hilft nichts. Da macht es dann auch Sinn, diese Flottengeschichte da zu erforschen. Dass wir da gab es nämlich dann, glaube ich, plus 2 auf jeden Ankerplatz, der gebaut worden ist. Weil so sind wir, allein mit unseren Kreuzern sind wir bald wieder schnell dran an unserer Obergrenze. Our ships have been made superior. System survey complete. Ja, der erste Kreuzer wird auf jeden Fall gebaut. Ja, alleine der hat schon eine Kampfkraft von 1,2k. Wenn wir da 5 von haben, dann lohnt sich das auf jeden Fall. Aber der kostet halt auch dementsprechend, ne? Das darf man nicht vergessen. Deswegen
muss man auch immer gucken, auch wenn man neue Technologien hat, ob man die auch alle gleich verbaut. Ne? Kann man die, das Upgrade sich leisten, kann man sich die Bau neuer Kreuzer dann leisten. Ne? Da muss man halt immer gucken. Im Endeffekt müsste man sich eine günstige Variante in den Schiffsdesigner bauen und halt die normale Variante. Dass man im Ernstfall die günstige schnell nachproduzieren kann, auch wenn das unter Umständen natürlich auch problematisch wird, weil, klar, die sind dann nicht so kampfstark und so, das System können die mir nicht mehr wegnehmen, aber ihr seht, die wandern jetzt tatsächlich jetzt hier lang. So, der kann jetzt auf jeden Fall noch die Energie hier mitnehmen. Construction complete. Der ist hier unten. Der kann sich das schwarze Loch jetzt holen hier. Der hat da auch eine Umweltbedingung. Was hat der denn? Ah ja, Rückzugschancenreduktion. Ja. Wäre eigentlich auch ein guter Engpass gewesen, so an sich. Mir fällt gerade ein. Okay, also anscheinend, gut. Hier hat das nicht gemacht. Da mache ich das jetzt. Aber der Korvette macht das anscheinend immer noch automatisch. Ich nehme doch den Haken extra hier raus. Ich verstehe das nicht, wieso das nicht funktioniert. Also entweder ist das einfach nur ein Bug. So. Ich möchte meine Schiffe selber zusammenbasteln. System Survey complete. So. Zwei. Und dann nehmen wir jetzt auch noch mal ein Schild raus. In der Umlaufbahn dieses Planeten befindet sich ein Klasse 12 Asteroid. Die Umlaufbahn des kleinen Planetoiden scheint viel zu stabil, um natürlichen Ursprungs zu sein. Erforschen. So, dann können wir den nämlich jetzt hier wieder rausnehmen. Den brauchen wir nämlich dann noch nicht. Genau, ach nee, genau, den besseren Laser haben wir ja noch nicht. Was ich eigentlich machen wollte ist ein neues Design, Verteidigungsplattform. Und tatsächlich jetzt umrüsten. Eine Schwere. Raketen haben wir ja noch nicht. Dann nehmen wir die Waffenslots hier. So, das heißt, wir machen hier einmal den besten Laser, den wir haben. Ein Gaussgeschütz und ein Plasmawerfer. So, und da das Ding nehme ich halt für die Station, wo die Schilde eh keinen Sinn machen. Würde ich sagen. Da reicht sogar ein Einer. Nehme ich das Ding Distinction. Nehme ich das Ding Panzer, dann weiß ich auch, was das ist. Ja. Und dann werde ich mal die Stationen, die die Schildaufhebung haben, dementsprechend umrüsten. Voraussetzung, ich kann das jetzt machen. Ah, ja, ich müsste die dann wieder alle wegmachen. Ja, das mache ich erstmal noch nicht. Das mache ich dann, wenn ich dann die, wenn ich genug Kohle habe und hier schon ein paar gebaut habe, dass ich dann nicht ganz so wehrlos da bin, auch wenn ich nicht glaube, dass sie ausgerechnet dann dazwischen angreifen. Aber das mit der Aufhebung Schilde plus 100%, das heißt, die Schilde funktionieren dort nicht. Also macht es auch keinen Sinn, wenn ich da Schilde verwende, sondern muss ich alle in Panzerung gehen. Ja, ja, auf was man da alles achten muss, das ist schon spannend. So, wie lange geht denn der Erlass noch? Aus irgendeinem Grund hat jemand einen Asteroiden in eine stabile Umlaufbahn von Quadvi 2 geschleppt. Auf der Oberfläche befinden sich immer noch gewaltige Triebwerke und Bremsschubdüsen.
die aber schon seit langer Zeit unbrauchbar sind. Wer auch immer hierfür verantwortlich ist, hat auch die Mineralien des Asteroiden abgebaut. Wobei diese Bemühungen anscheinend nach kurzer Zeit wieder eingestellt wurden. Okay, da gibt es Forschung, mehr nicht. Agenda, Agenda, Agenda. Erlasse da aktiv. 2286, ja, das ist nicht mehr so lange. Gut, aber wir kriegen ja eh eine Meldung dann, hoffe ich. Construction complete. Wir kriegen dann ja eh eine... So, da haben wir jetzt den Röntgenlaser. Photonenwerfer. Auch nicht schlecht. 360 bis 800. Genauigkeit 90%, Reichweite 130. Das ist doch mal was Schönes für eine Artillerie, würde ich sagen, oder? Forschung unterstützt ist allerdings jetzt auch nicht so verkehrt. Da kann ich nämlich dann die Forschungsschiffe, wenn die mal nichts mehr zu erforschen haben, dazu abstellen, Planeten, die halt ja, Forschungsstationen haben, unterstützen. Das heißt, die generieren dann wieder mehr, ja, mehr Forschungspunkte. Aber momentan bin ich geneigt, einen Artilleriekreuzer zu planen, der im Falle des Falls zum Beispiel eine Station von weiter Reichweite aus mit einem Protonenwerfer bastelt. So, wie lange ist denn da die Abklingzeit? 16 Sekunden. Das ist lange, aber dafür machen die auch ordentlich Schaden. Reichweite 130. So, welcher Punktverteidigung ist ein P-Slot? Das ist quasi eine Gegenmaßnahme gegen Raketen und Kampfschiffe. Sind für langsame und größere Militärschiffe unerlässlich. Der braucht nur 24 Monate, den nehmen wir dann erstmal. Würde ich sagen. Construction complete. So. Der ist da fertig. Hier können wir jetzt nicht verbinden, da ist eine Void Cloud. Da schicke ich also mal meine Flotte hin. Stattdessen kann der dann... Ja, mit dem Einfluss reicht das noch. Ich will zumindest die beiden Gebiete noch miteinander verbinden. So, dann... Bauen wir die nächste Verteidigungsplattform. Also ich gehe mal davon aus, dass die sich auch wehren können. Hier mit 5,6. So. Ah ja, okay. Das war, da ist wieder irgendeine... Das ist eine Weltraumamöbe. Construction complete. So, wir sollten aber trotzdem nicht Angriffsversprechen. Nation of Bactorim und Hierarchy of Area Prime geschlossen. Okay. Das waren die hier. Also die beiden hier. Na gut, warum sollten die sich auch angreifen wollen? Aber man weiß ja nie. Wir sollten auf jeden Fall auch schon mal wieder langsam anfangen, eine weitere Welt zu kolonisieren. Deswegen baue ich aus diesem Grund schon mal ein Kolonieschiff. So, welche Welt darf es denn sein? Da ist wieder ein Wissenschaftler gestorben. Ja. Für Sozialwissenschaften. Gut, dass wir noch genügend Credits haben. Ja, Jiangxi. Der hat auch gerade Forschungsgeschäft Staatskunst. Das ist auch 40, das heißt, er lebt noch ein bisschen. So, welche Welt hätten sie es denn gern? Wie sieht es denn mit der aus hier? Bewohnbarkeit 85%. Das ist eine Ozeanwelt.
Ja, können wir nehmen, weil da gibt es Beltarian. Da können wir auf jeden Fall ein Beltarian-Kraftwerk bauen. Mit einem Energiehub zusammen. Ja, die nehmen wir, die Welt. Ansonsten ist die halt nicht so prall. Aber wir können sie kolonisieren. Das ist okay. Das ist okay. So, Konstruktionsschiff. Dann baust du jetzt hier gleich mal eine Forschungsstation. Über dem schwarzen Loch. Ja, wir könnten hier einige Welten mittlerweile schon wieder kolonisieren. Halt aufgrund dessen, weil wir halt diese Bewohnbarkeit erforscht haben. Deswegen, wir sind da mehr grün als... Also wir können auch die Orangenen, können wir potenziell bewohnen, aber da sind die Bewohner halt absolut unzufrieden. Ne? Das ist so, da ist meine Flotte. Ja, was ich mit den beiden Piratenschiffen mache, weiß ich auch noch nicht so ganz, ehrlich gesagt. Bin ich denn mit den... Construction complete. Mit den Korvetten bin ich aber auch nicht voll. Das heißt, theoretisch kann ich die doch da hinzufügen, oder? Das mache ich auch. Okay. Battle is joined. Bam, und das war's. Gut, dann... Die Sagittarius kann sich das ganze Ding mal erforschen und anschließend auch das System erkunden. Und ja, unsere Flotte repariert erstmal wieder. Genau, und die haben ja den Befehl bekommen, zu einer Flotte aufzuschließen. Dann nehmen wir die Korvetten einfach unsere Hauptflotte auf. Die ist eh noch nicht voll. Und ja, ich sollte mir auch langsam mal Gedanken machen, dass ich eine Flotte dann hier stationiere. So, da war ja auch das mit der Schildaufhebung. Ja, da kommt also die Verteidigungsplattform hin, weil... dass ich dann nicht immer das halbe Universum durch das ganze Universum fliegen muss halb. So, es gibt einen neuen Krieg. Nation von Bakturim und Hovida Sun Kingdom. Das müssten also die an der Seite sein. Ja, mit denen hier. Spannend. Ich vermute mal, die wird es dann bald nicht mehr geben. Humane Babys haben genau die richtige Größe für einige der schmäleren Felsspalten in unseren Minen. Und ich denke hierüber nach. Ja gut, die sind halt unfreundlich. Gut, ich sag mal so, wenn die verschwinden, habe ich da jetzt nicht so ein großes Problem mit. Ja, wir müssen auf jeden Fall unser Reich erstmal so weit ausbreiten, wie es geht. Wobei hier werden wir wahrscheinlich Schluss machen. Ah, wir hätten auch den hier einfach nehmen können. Naja gut, schauen wir mal, wie weit wir da kommen. So, die Konstruktionsschiffe tun alle gar nichts. Das ist nicht gut. Die sollen tun. Und zwar sollen die hier... Ah, nee, der soll das nochmal bauen. Sollen die hier Gebiete annektieren? Wow, die haben ja voll ausgebaute Reich. Ah, die sind ein gefallenes Reich hier. Seht ihr? Ne, überwältigen. Die Flottenstärke ist überwältigen. Das ist mir gar nicht so auf dem Schirm gewesen. Ja, gut, dass ich die Welt nicht... okay.
Weil gefallene Reiche waren nämlich eigentlich früher in dem alten Stellaris eigentlich immer wirklich so runde Reiche. Die waren einfach nur so rund und das war's. Aber die haben natürlich maximal... Hier gibt es ein natürliches Wurmloch, okay. Die haben natürlich maximal ausgebildete Stationen. Ja. Minus 10, das geht aber. Also ich habe schon unwichtig. Also die nehmen uns nicht ernst. Wir sind auch unwichtig in denen ihren Augen. Aber nee, dann kann ich die Geierwelt natürlich nicht annektieren. Oder besetzen oder besiedeln, sagen wir es mal so. Weil dann rücken die mir garantiert auf den Pelz. Ja, das brauche ich gar nicht zu probieren. Ah, okay, dann ist das gefallene Reich da. Ja, schade eigentlich. Aber vielleicht bin ich ja immer mal stärker als die. Na, mal gucken. Auf jeden Fall, die sind halt wirklich voll ausgerüstet und die haben, glaube ich, auch Flotten mit 50.000 Kampfkraft. Ne? Und ihr seht, was ich hier so habe. Also das gefallene Reiche sollte man sich nicht mit anlegen. Wobei ich echt Glück gehabt habe, dass die relativ normal über uns denken. Ne? Also da, ja, aber die wollen auch mit allen anderen nichts zu tun haben. Okay, alles klar. Das war's dann erstmal. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao, ciao.